Hey und herzlich willkommen zu Quish, das Quiz im Stadthafen. Aktuell sitzt da noch niemand, aber gleich wird da Lilium ihren Platz finden und danach Ludwig von Loro und dann noch Annual Secret, eine Auswahl. Wer das ist, verrate ich euch noch nicht, bleibt einfach dran. Wir haben ein Quiz vorbereitet mit 14 Fragen. Es wird immer schwieriger, das heißt, die erste Frage ist die einfachste, die 14. die schwerste jedenfalls in der Theorie. Für die erste Frage gibt es einen Punkt, für die zweite Frage gibt es zwei Punkte und so weiter. Das heißt, die maximale Punktanzahl ist 105, die es möglich zu erreichen gilt. Und ansonsten haben wir natürlich, wie das für eine Quizshow übrig ist, auch Joker. Es gibt einmal klassischerweise den 50-50-Joker, es gibt den Telefon-Joker und es gibt den Google-Joker. Da hat der Kandidat bzw. die Kandidatin 10 Sekunden Zeit zu googeln und dann wird gestoppt und das, was man dann sieht, damit muss man dann klarkommen. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, bleibt dran, gönnt euch alle Folgen und dann geht's jetzt los mit Lilium. Viel Spaß. Ein herzliches Willkommen zu Quish, das Quiz im Stadthafen. Heute zu Gast Lilium. Schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Und wir haben ein Quiz vorbereitet. Wenn ich wir sage, meine ich tatsächlich nicht mich, sondern Emmy und Hannah hinter den Kameras hier gerade. Danke dafür an dieser Stelle. Sollen wir anfangen? Willst du noch jemanden grüßen? Ich grüße alle meine Freunde und Freundinnen. Und das war's. Mehr Leute kenne ich nicht. Das ist auch solide. Okay, dann fangen wir an. Ich muss einmal ganz kurz das Gerät hier entsperren. Wir fangen dann mit der ersten Frage. Und zwar, du siehst die Frage auch, oder? Ist das richtig? Ja. Gut. Welcher Name eines Mitglieds der Spice Girls ist tatsächlich auch ein Gewürz? A. Ginger Spice, das ist der Name für Gary Halliwell. Scary Spice, das ist der Name für Melanie Brown. Baby Spice, der Name für Emma Bunton. Oder D. Posh Spice, der Name für Victoria Beckham. Was sagst du? Was klingt am ehesten für dich nach einem echten Gewürz? Also ich habe mich vorhin schon gefragt, ihr meint wahrscheinlich den ersten Teil, ne? Von den Antworten, weil dann ist Ginger Spice ein Gewürz. Also Ginger ist ja Ingwer, ne? Schon mal benutzt? Ginger? Ja. Ja, für meine Haarfarbe so. Ah, also man kann auch die Haare damit würzen. Ja. Okay, das ist mir neu. Nein, das ist Beschreibung der Haarfarbe. Ginger ist ja okay, so rot. Okay, gut. Genau. Also lockst du A ein? Locke A ein. Bist du dir ganz sicher? Ich bin mir... Oh Gott, Druck, na ja. Okay, das ist tatsächlich richtig. Bling. Gibt es auch so ein Geräusch ein? So ein Bling? Okay, bestimmt. Jetzt gab es gerade ein Bling. Dann machen wir weiter mit der zweiten Frage. Wie gesagt, eine sehr einfache Frage, wie ich finde. So Musikstoff 5., 6., 7. Klasse. Von welchem Komponisten ist das Stück für Elise? A. Mozart. B. Beethoven. Ach, das passt da sogar. C. Bach. Und D. Händel. Das passt sogar bei allen. Guck mal, bei Mozart ist ein A drin. Für Amadeus? Nee, bei Mozart, Art. Ne? Und bei Bach ist ein C drin und bei Händel ist ein D drin. Stimmt. Ist das Zufall? Man weiß es nicht. Aber ich nehme B. B wie Beethoven? B wie Beethoven. Ja, das ist tatsächlich auch richtig. Weißt du auch, wie der mit Vornamen hieß? Ja. Und, wie ist dieser Vorname? Ludwig van Sehr Beethoven. Gut. Also Fan ist nicht sein Vorname, aber... Ja, cool. Ja, schon gibt das extra Punkte vielleicht. Okay, Ludwig van Beethoven ist natürlich richtig. Die dritte Frage. Lohnt sich das Musikstudium manchmal? Ein bisschen schwieriger, glaube ich. Da kann man vielleicht nach dem Ausschlussprinzip gehen, obwohl auch nicht so richtig. Dritte Frage. Wie alt war Britney Spears, als ihr Hit Baby One More Time im Jahre 1998 rauskam? Antwort A, junge 16 Jahre alt. Antwort B, immer noch relativ junge 17 Jahre alt. Antwort C, 18 oder D, 20 Jahre. Also 20 war sie nicht, die war jünger. Mhm. Ich hatte am Anfang so die 17, die hat mich so ein bisschen angelächelt, aber sie könnte auch 16 gewesen sein. Ich glaube auch 18 war sie nicht, ich glaube die war jünger. Ich nehme B wieder. B? 17. Ich habe mal gehört, wenn man sich nicht sicher ist, soll man immer B nehmen. Soll eine Statistik geben, die herausgefunden hat, dass B meistens die Antwort ist, die richtig ist. Die Frage ist, ob das auch in diesem Fall so ist. Spannend. Also ich habe mal gehört, man soll C nehmen, deswegen verunsichert mich das jetzt. Ich wollte es nur sagen, also lass dich nicht verunsichern. Ja, B. Ja, okay, B. 17 ist natürlich richtig. Natürlich ist B richtig, ich habe doch gerade gesagt, wenn man sich C, ist ein B nehmen. Okay. Ja, sehr schön. Ja.
Okay, wir kommen jetzt zu ein bisschen, was ist das, Musiktheorie vielleicht? Und zwar, vierte Frage. Der Ausdruck Staccato bezeichnet was? Entweder A, die Passage eines Oratoriums, die den Höhepunkt markiert. Antwort B, die Noten, die kürzer gespielt werden, als der Notenwert vorschreibt. Oder C, das Zupfen von Streichinstrumenten mit den Fingern. Oder D, die Spielweise eines Klaviers mit dem rechten Pedal. Was meinst du? Was bedeutet Staccato? Also ich finde A sehr, sehr kreativ. Aber es ist, also ich kann ja noch mal ein bisschen was zu den anderen sagen. Das Zupfen von Streichinstrumenten heißt Pizzicato. Es ist B, also ja. Es ist wieder B, ne? So langsam habe ich das Gefühl, dass alle Antworten B sind. Ja. Es wäre doch zu einfach, oder? Wenn jetzt die dritte Antwort in Folge wieder B wäre. Ja. Bist du dir sicher? Ja. Okay. Es ist tatsächlich B, ja. Also, see what you did there. Staccato bedeutet natürlich, dass Noten kürzer gespielt werden, als sie eigentlich ja, laut Notenwert lang sein sollten. Weißt du auch, wie das markiert wird? Mit so einem Punkt. Genau, mit so einem Pünktchen oben drüber und dann oder unten drunter, je nachdem, ne, glaube ich, wo das Notenhals, ne? Ja. Wo der Notenhals hinsteigt. Genau. Ja, das ja. Ist der Hals. Oh Gott, ist das lange her alles. Okay, wir kommen zur fünften Frage. Wie nennt man das Textbuch für eine Oper, eine Operette oder auch ein Ballett? Antwort A, Menü. Antwort B, Partitur. Antwort C, Broschüre. Oder Antwort D, Libretto. Ich würde Menü so sehr feiern. Das wäre auf jeden Fall sehr lustig. Stell dir mal vor, du gehst so in eine Oper und die fragen dich so, wollen sie noch ein Menü? Ja. Und sagst du, ja klar, mit ein paar Fritten. Und ja. Nee, Partitur heißt es, wenn da so Notenzeilen sind und also es gibt zum Beispiel Orchesterpartituren, da sind dann die verschiedenen Instrumente drauf und ist für den Dirigenten wichtig. Eine Broschüre ist es nicht. Und das ist das Libretto, D. D, also ist nicht B? Diesmal nicht, nee. Okay, natürlich ist D richtig, Libretto. Das heißt, du hast bisher alle Fragen richtig beantwortet, so ne? Gut. Das ist stark. Was ich mich gerade gefragt habe zur Partitur, da sind ja, wenn du jetzt ein Riesenorchester hast, sind doch alle Noten, also alles, was gespielt wird, untereinander aufgezeigt. Ne? Mhm. Müsste da nicht der Dirigent ständig umblättern? Ja, macht er tatsächlich. Aber der müsste doch alle 10 Sekunden umblättern, oder? Ja, so. Also kommt ja darauf an, wie viele Instrumente beteiligt sind, wenn du nur so ein Streichorchester hast, wo nur Cello, Bratsche, Geige und Kontrabass bei ist, dann musst du nicht so oft umblättern. Ja. Das sind ja nur 4 Zeilen, aber ja, dann sind das, 4 am Blättern. Ja, ich stelle mir das gerade so vor, ich finde das immer total cool, Dirigenten und Dirigentinnen natürlich auch zu beobachten, wie die gestikulieren, weil da irgendwie jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil hat. Und ich habe mir gerade versucht, wachzurufen, wo ich mal sowas gesehen habe, ob jemand ständig umblättert. Natürlich blättern die um, aber wenn du da jetzt ein Orchester hast mit, weiß ich nicht, 50, 60 Musikinstrumenten, dann müsste man ja theoretisch. Vielleicht haben die da auch so Hotkeys, dass sie dann auf einmal 10 Seiten umblättern oder so. Weil die ja eigentlich nicht dauerhaft reingucken müssen. Also ich glaube, die haben auch so ein Heft richtig, wo so gleich 2 Seiten auch sind. Ja. Und ich glaube, 50 Instrumente gibt es gar nicht so richtig. Es sind halt viele Instrumente, sind mehrmals besetzt. Ah, es sind halt viele MusikerInnen, aber nicht so viele Instrumente. Stimmt, das ist natürlich schlau. Okay, ich sehe schon, du hast Ahnung. Ja. Du bist sehr gut geeignet für dieses Quiz, glaube ich. Aber wir sind noch am Anfang. Die Fragen werden schwieriger. Ich möchte darauf nochmal hinweisen. Wir kommen somit zur 6. Frage. Welche berühmte Sängerin bekennt sich öffentlich dazu, an der Autoimmunerkrankung Lupus zu leiden? Antwort A, Billie Eilish. Antwort B, Taylor Swift. Antwort C, Selena Gomez. Oder Antwort D, Dua Lipa. Weißt du, was Lupus ist? Ja. Kannst du es kurz erklären? Ich weiß es nämlich tatsächlich nicht. Also so genau weiß ich es nicht. Ich habe mir das mal durchgelesen, ich habe es wieder vergessen. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass es eine Autoimmunerkrankung ist. Ja, das hätte ich auch gewusst. Ich weiß nicht mehr ganz, was das ist. Aber ich weiß, dass Selena Gomez das hat. Ja, sicher? Ja. Ja, das ist tatsächlich richtig. Selena Gomez hat Lupus. Vielleicht können wir, hier gibt es keine Erklärung, vielleicht können wir unten kurz einblenden, was Lupus ist. Wollen wir das googeln? Dann vorlesen? Ja, kannst du gerne machen. Und damit ist auch nicht dein 10-Sekunden-Joker verspielt. Nein, ist er nicht. Alles gut, ist er nicht verspielt. Braucht den Joker nur, heißt bestimmt. Lupus, ist das nicht Werwolf oder so? Heißt nicht der... Ja, Lupus heißt Wolf, aber... Oder Wolf. Heißt nicht so der bei Harry Potter? Lupin. Ach, Lupin heißt der, ne? Boah, der stirbt im 5. Teil, ne? Spoiler-Alarm. Oh, ich kann das nicht Ja, als ob... Also Leute... Hast du es gesehen?
Ja. Ah, ja, Leute, Leute, die aber jetzt er stirbt noch im nicht... siebten Teil, nicht im ja, fünften. Ach, stimmt. Stimmt. Habe ich es gerade verwechselt. Ey, falscher Spoiler. Ich wollte, ja, das, dann ist ja sowieso egal. Aber wer, Leute, die jetzt noch nicht Harry Potter gesehen, also ganz ehrlich. Unmöglich, die sind einfach noch nicht geboren. Nee, ne? Also, nee, ich meine halt so, also dieser große Hype, wenn ich jetzt irgendwie Game of Thrones, ist auch der Hype vorbei, aber Harry Potter ist halt schon wirklich lange her. Ja. Oder? Schon also ist es Spoiler, wenn ich sage, dass Darth Vader Luke Skywalkers Vater ist? Ich glaube nicht. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass ich gerade hier niemanden gespoilert habe. Ich glaube, du kriegst richtig Hass nach. Damit kann ich umgehen. Damit kann ich sehr gut umgehen. Und hast du eigentlich was rausgefunden? Ja, ich habe es rausgefunden. Meine zuverlässige Quelle des Vertrauens ist Wikipedia. Hier steht, der Lupus erythematodes aus dem lateinischen Lupus Wolf und altgriechisch, das kann ich leider nicht lesen, Erythmia bedeutet deutsche Röte, also auf Deutsch Röte. Auch Schmetterlingsflechte und Schmetterlingskrankheit ist eine seltene Autoimmunerkrankung, die in verschiedenen Formen und Subformen auftritt. Und da hat man hier so, wie es aussieht, schon ein paar rote Stellen im Gesicht. Okay. So errötete Stellen. Das heißt, dass Selena Gomez wahrscheinlich das immer gut wegzuspachtelt, ne? Kann ich mir vorstellen. Also ich versuche mir gerade ein Bild wachzurufen, wo man irgendwie Selena Gomez sieht und mit ihren irgendwelchen roten Dingern im Gesicht. Aber gut, vielleicht hat man es auch nicht nur im Gesicht. Gut, okay. Ich würde sagen, wir belassen es dabei und kommen zur siebten Frage. Aus welchem Land kommt die Band Aha? Antwort A, Schweden. Antwort B, Norwegen. Antwort C, Lettland. Oder Antwort D, aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Woher kommt die Band Aha? Hm. Also das weiß ich tatsächlich nicht. Endlich mal. Aber mir bleibt ja immer noch die Option des Ratens. Ich weiß nicht. Ja, und ich will nur auf die Joker hinweisen, die hast du auch immer noch. Das, die, wie viele Frage? Das ist die siebte, wir sind also gleich bei der Hälfte. Kommen noch viele Fragen, die ich nicht weiß. Ja, es wird auf jeden Fall auch noch schwieriger, das kann ich dir versprechen. Ich glaube, USA ist ziemlich naheliegend. Lettland... glaube ich nicht. Das wüsste man. Also, wenn man so an Lettland denkt, denke ich nicht an Aha. Mhm. Ich nicht an Take On Me. Mhm. Also kommen Sie... Schweden, USA. Skandinavien. Könnte sein, ne? Kommen viele coole Bands aus Skandinavien. Aber... zum Beispiel. Sehr fast wie Aha. Stimmt. Aber <Sehr nett. lacht> wir haben so ein Schema in Schweden, das würde ja bedeuten, Bands benennen. Ich wollte gar sagen, das würde ja bedeuten, dass Aha aus Schweden kommt. Nein, das logge ich nicht ein. Okay, gut. ich glaube, ich überlege gerade noch zwischen Norwegen und USA und ich glaube, ich nehme jetzt doch mal den 50-50 oder zu Englisch 50-50 Joker. Okay. Dann musst du, glaube ich, einmal weiterklicken. Jetzt müsste irgendwas passieren bei dir. Es sind noch Norwegen und USA übrig. Tja. Du musst dich jetzt entscheiden. Ach Mann. Also ich kenne halt auch jetzt gerade, wenn ich es überlege, nur Take On Me von denen. Wahrscheinlich kennt man noch mehr Lieder von denen. Ich habe auch gerade tatsächlich überlegt, was man noch so kennt von Aha. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, wenn du den Song hörst, hast du so einen Aha-Moment, weißt du? Ich kenne die halt schon zu USA. Ich sag, na komm. Okay, dann loggen wir jetzt D ein. D wie USA. Trommelwirbel. Es ist tatsächlich Norwegen. Ich habe es auch nicht gewusst. Ich weiß sowieso, also ich weiß so gar nichts eigentlich hier. aber es ist tatsächlich Norwegen. No, na gut. Das ist deine erste Frage, die du nicht richtig beantwortet hast. Ne? Ja, reib's mir und die. Nur mal fürs Protokoll. Und wir haben jetzt die Hälfte geschafft. 7 von 14, somit kommen wir jetzt zur achten Frage. Und es wird natürlich immer schwieriger. Frage 8. Von wem wurde der 1992 veröffentlichte Song Under the Bridge geschrieben? Antwort A. Red Hot Chili Peppers. Antwort B. Pearl Jam. Antwort C. von Nirvana. Oder Antwort D. Bikini Kill. Ich muss zugeben, dass ich zwei Bands davon nicht mal kenne. Ja, die aber das gut, das beruhigt mich. Wahrscheinlich vom Hören, ne? Ja, ich bin auch, es hat auch also die, ich kenne den Song, glaube ich, auch nicht vielleicht, aber es ist auch nicht so mein Musikgenre, wo ich mich irgendwie wohlfühle. Wo fühlst du dich denn wohl? So, oh, es ist schwer. Popschnulzen? Nee, um Gottes Willen, nee. Also Hip-Hop natürlich viel, klar. Immer Popschnulzen. Ja. Oh, sorry. Ich hoffe, das war natürlich nicht persönlich gemeint. Ja. Also du hast selbst als Schnulze, ist Schnulze eigentlich ein, ist das negativ konnotiert? Ich meine, du hast es gerade selbst gesagt.
ja, schon, es ist negativ konnotiert, würde ich schon sagen. Aber okay. Schnulzig. Ja, doch, wenn man sagt, das ist mir zu schnulzig, ja, ne? Man sagt ja nie irgendwie auch, das ist voll schnulzig. Das stimmt. Aber zurück zur Frage, wo kommt der Song her oder von welcher Band ist der Song Under the Bridge aus dem Jahre 1992? Wird also nächstes Jahr 30 Jahre alt. Oh, alt. Krass, ey. Alter Song. Es ist vielleicht ein guter Moment, ich will nochmal auf den Google-Jogger hinweisen, ja. Um das zu googeln, weil ich kann mir vorstellen, dass man das innerhalb von 10 Sekunden auf jeden Fall rausbekommt. Es stimmt, aber für die Frage gibt es ja nur 8 Punkte. Das ist auch wieder richtig, ja. Das stimmt natürlich. Und vielleicht brauche ich den Google-Joker für die 14-Punkte-Frage. Und das sollte man bedenken, das stimmt. Kann man schon, ne? Mhm. Ja, Nirvana, haben die solche Songs geschrieben? Unter der Brücke? Was hat das für einen tieferen Sinn? Unter der Brücke. Gibt es nicht einen Song von Adele, der so heißt? Mhm. Also es gibt auf jeden Fall einen Song, wo sie das singt. Und sie sagt nicht Bridge, sondern immer Breach. Under the Breach. Müsst ihr mal reinhören. Vielleicht sagt ihr auch gar nicht Breach. Breach heißt doch auch irgendwas auf Englisch, oder? Seid auch irrelevant, ist mir gerade auf. Also Adele steht ja nicht dabei, aber das hätte ich jetzt gewusst. Gut, vielleicht kommt erst ja, als nächste Frage. Antwort E, Adele. Ja. Nee, du musst dich langsam entscheiden. Ja, okay. Ich nehme... Ich gebe dir keine Tipps, ne? Ich bin der Neutralste, den du dir vorstellen kannst. Ja, das glaube ich dir. Ich führe dich höchstens auf den Holzweg. Und das wäre insofern ein Tipp, weil ich dir damit einen Tipp gebe, dass so... Weißt du, das ist dann so umgekehrte Psychologie. Ja. Ich glaube, je länger du drüber nachdenkst, umso weniger kommst du zu einem Ergebnis. Ja doch, ich muss so BCD, 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 BCD. Erinnere dich an meinen Tipp, wenn man nicht weiß, soll man B nehmen. Okay, also Bikini Kill. Ja. Eine Band, die du nicht mal kennst. Ja, ich glaube, ich hätte das auch gemacht. Ich hätte auch eine Band genommen, die ich nicht kenne. Aber es ist tatsächlich von den Red Hot Chili Peppers. Jedenfalls steht das hier so auf meinem Zettel. Ich gehe mal davon aus und hoffe mal, dass das auch stimmt. Na gut. Under the Bridge. Könnt ihr den Song vielleicht hier einmal einspielen? Oh, sorry, dass ich so viele Sachen einspielen und einfügen und so. Aber das ist, glaube ich, für den Zuhörer, für die Zuhörerin ganz hilfreich. Vielleicht kenne ich den sogar. Also vom Hören kennt man ja viel dann, ne? Okay. Gut, ich hoffe, du bist nicht traurig, dass du jetzt zwei Fragen in Folge falsch beantwortet hast. Aber wenn du es jetzt nicht nochmal so hervorgehoben hättest, nicht? Es ist ein guter Zeitpunkt, um die Serie zu brechen. Wir kommen zur Frage 9. Wer konnte mit Hilfe von Musik das Stottern überwinden? A. Ed Sheeran. B. Dua Lipa. C. Lana Del Rey. Oder auch D. Henning Mai. Der einzige deutsche Vertreter in dieser Liste. Wer konnte mit Hilfe von Musik das Stottern überwinden? Ich möchte an der Stelle kurz anmerken, dass ich weiß, dass es eine pragmatisch-kommunikative Störung ist. Okay. Ed Sheeran nicht. Ich glaube, der hat nicht gestottert. Ich habe mir so viele Videos von dem angeguckt. Mhm. Ja, die Frage ist halt auch... Ich meine, das habe ich gerade bei den Chili Peppers auch gesagt. Also, ich weiß es nicht, um es ganz kurz noch anzumerken. Ich frage mich gerade, ob Leute, die stottern, wenn sie singen, dann nicht mehr stottern. Wahrscheinlich, oder? Also bei Türkisch für Anfänger ist, okay. Wie hieß er denn? Christa? Nein, ich weiß nicht mehr, wie er hieß. Der hat auch gestottert und der ist dann, wie? Costa. Costa, danke schön. Der ist dann nämlich auch in den Chor gegangen, weil er gestottert hat und dann hat er nicht mehr gestottert, glaube cool. Ich. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Crazy. Ja, die Frage ist, wer ist es in diesem Fall? Also Costa steht nämlich nicht dabei. Ich kenne Dua Lipa auch gerade nicht vom Namen her. Wirklich nicht? Nee. Ernsthaft nicht? Ist das eine Sie oder ein Er? Das ist eine Sie. Was macht sie so viel Musik? Tatsächlich so das, was du machst, würde ich jetzt mal am ersten sagen. deswegen wundere ich mich, dass du es nicht... Die kennst du auf jeden Fall. Also so eher Chartmucke. Chartmucke? Mhm. Das ist so eine, die viel mit DJs zusammen macht und dann immer die Hook singt. Hm. Ach, die ist das. Ja. Aber kennst du auf jeden Fall. Aber Lana Del Rey kennst du, ne? Ja, die kenne ich. Aber ja, also ich kann, muss raten, auch wieder raten, weil ich glaube, das kann ich nicht so schnell googeln. Ja. Und die Leute, die mir einfallen würden, die ich jetzt gerade anrufen würde, die, ja. Kannst du nicht einfach Ed Sheeran anrufen? Ja, aber das bringt da nichts. Der ist gerade busy. Dann noch. Ja. Da komme ich neben B, weil du das so vorhin so schön angestottert hast. Okay. Du lockst also B Dua Lipa ein. Ja. Okay. Das ist leider falsch. Das ist tatsächlich wieder Ed Sheeran. Was? Ja. Also fürs Protokoll, wenn du Sachen von Anfang an ausschließt, dann sind es die meistens. Habe ich jetzt gelernt aus den letzten beiden Fragen. Okay. Wir machen weiter mit der Frage 10.
Für diese Frage gibt es 10 Punkte. Welches der folgenden Instrumente gibt es nicht? Die Betonung liegt auf nicht, wie bei Quizduell, wenn das immer in Caps Lock geschrieben wird. Antwort A, Tam-Tam. Antwort B, Hillebille. Antwort C, Kikimama. Oder Antwort D, Chakaras. Welche dieser Instrumente ist erstunken und erlogen? Ich finde, es klingt alles, als hätte es sich jemand ausgedacht. Ehrlich gesagt. Na, ich glaube, ich sag erstmal nichts. Ich denke erstmal noch kurz. Kannst du dir denn vorstellen, was zum Beispiel, was könnte ein Tamtam sein, wenn du das Wort hörst? Ist ein Schlaginstrument. Okay. Für mich. Was ist Hillebille? Das kann ich mir nicht vorstellen. Und Kikimama auch nicht. Und Chakaras sind, glaube ich, so Schütteleier. Wenn Chakaras klingt wie so eine Inselgruppe irgendwo im Pazifik. Stimmt, jetzt wo du sagst, es muss das sein. Hm. Hillebille klingt, finde ich, wie eine Inselgruppe in der Nordsee. Oder irgendwo in Dänemark. Das klingt wie so ein Tante-Emma-Laden. Ja, stimmt. Ja. Kiki-Mama. Das ist witzig, meine Katze heißt Kiki. Und deine Mama heißt Mama. Verrückt. Kiki-Mama. Es könnte ein japanisches Instrument sein. Kiki-Mama. Und Hillebille wüsste ich nicht, aus welcher Sprache das kommt. Ich finde, es klingt auch sehr europäisch. Skandinavisch. Aber warum so sollten die Europäer sich so einen Namen ausdenken, wenn man Trompete und Schlagzeug und solche Instrumente hat? Warum sollte man den Instrument Hillebille nennen? Ich weiß nicht. Ich kann dir die Antwort nicht geben. Das darf ich nicht. Doch, du kannst. Ich bin dazu verpflichtet. Ich habe davor einen Vertrag unterschreiben müssen, dass ich keine Antworten verrate. Tatsächlich. Ich nehme B. Nimmst B? Ja. Du sagst Hillebille gibt es nicht? Gibt es nicht. Du sagst, es ist eine Insel. Das sage ich nicht. Okay, das ist ja richtig. Okay, also B wird eingeloggt. Es ist C. Kiki Mama gibt es nicht. Na gut. Ich hoffe, deine Katze gibt es noch. Ich hoffe auch. Okay, also nochmal fürs Protokoll. Die Instrumente Tam-Tam, Hillebille und Chakaras gibt es. Okay, und Kiki Mama gibt es nicht. Wäre mal interessant, ob es das irgendwie, also hat die Redaktion sich das Wort einfach ausgedacht? Wisst ihr das? Wahrscheinlich, ne? Könnte ja auch irgendwas anderes sein, irgendwie, weiß ich nicht. Irgendwie ein Kochutensil oder so. Ach so, hier steht sogar was. Oh, hier, ich habe sogar was. Jetzt kann ich so tun, als würde ich das wissen, aber es steht hier einfach. Das Tamtam ist ein chinesischer Gong. Wahrscheinlich der klassische, den man so kennt. Wie gesagt. Als Hillebille wird ein Holzschlaginstrument bezeichnet, welches bis ins 20. Jahrhundert als Alarminstrument in der Forstwirtschaft und im Bergbau im Harz benutzt wurde. Kommt tatsächlich aus Deutschland, scheinbar. Und die Chakaras sind hölzerne Gefäßklappern, die ihren Ursprung auf den Kanarischen Inseln haben. Normalerweise wird man den Inseln gar nicht so weit weg. Okay, kommen wir zur 11. Frage. Aus welchem Land kommt die längste Nationalhymne der Welt? A. Griechenland. B. Deutschland, C, England oder D, Russland? Aus welchem Land kommt die längste Nationalhymne? Ich frage mich gerade, längst im Sinne von Zeit oder von Text? Wahrscheinlich von Zeit her. Ich würde von Text sagen, denn hier steht, das kann ich dir als Tipp geben, die richtige Antwort hat 158 Verse, die Nationalhymne. 158. Vielleicht hilft dir das ja irgendwie. Na, also Deutschland dann nicht. Aber das hätte ich wahrscheinlich auch so nicht getippt. Das Ding ist halt, ich gucke keinen Fußball, ne? Das wäre jetzt wahrscheinlich richtig gut, wenn man da so ein bisschen die Nationalhymnen so kennen würde. Aber die russische, kennst du die vielleicht sogar? Mm-mm. Aber die englische kennt man doch, oder? Ja, aber... God Save the Queen ist doch die englische, oder? Oder die britische? God Save the Queen. Übrigens ist gerade gestern ihr Ehemann gestorben, der britische Prinz Philipp. Rest in peace an dieser Stelle. Aber zurück zur Nationalhymne. Welches Land? Ich bin für Russland. D. D wie Russland? Okay, dann wird die D eingeloggt. Die Antwort ist A. Come on! Griechenland! Natürlich Griechenland. 158 Verse. Wie lang ist denn ein Vers? Ein Wort? Nee, ein Vers sind meistens so 4, 5, 6 Wörter, ne? Kommt drauf an. Nee, ein Vers ist doch eine Zeile, ne? Zeilen, na, kommt drauf an. Vers. Ja, Zeile. Ja. Ja. Nee, war denn Vers? Vers ist eine Zeile, ne? Ja. Okay, gut. Dann war das nicht richtig.
Ja. It's okay. Ich muss es nochmal sagen. Ich muss ja auch einen letzten geben. Genau. Und wir müssen ja, die wichtigen Punkte kommen ja erst noch. 12, 13, 14. Jetzt kommen die, jetzt musst du nochmal sammeln. Punkte sammeln, Punkte sammeln. Kommen wir zur 12. Frage. Was war die Ursache für den Tod von Jean-Baptiste Lully, dem Hofmusiker des Sonnenkönigs, auch bekannt als Ludwig der, hier steht 18., ist das richtig? War nicht Ludwig der 16. der Sonnenkönig? Der 14., ja, ne? Oder? Der 14., also der 18., ja, ich glaube, den 18. gab es den überhaupt? Es gibt ein paar Ludwigs, also wird ja schon passen. Ich glaube, der 16. war der Sonnenkönig, würde ich behaupten. 14. Der 14.? Ja. Okay, why? Ich hatte eigentlich Geschichte-Leistungskurs, aber kriege ich für 14. einen Punkt? Vielleicht, ja. Du kriegst einen extra Punkt, wenn du die Frage richtig beantwortest. Ich habe ja noch gar nicht vorgelesen, worum es überhaupt geht, ne? Ich fange nochmal von vorne an. Was war die Ursache für den Tod von Jean-Baptiste Lully, dem Hofmusiker des Sonnenkönigs, im Jahr 1687? Antwort A. Verletzung durch seinen Taktstock. Antwort B. Hinrichtung, weil dem König seine Homosexualität missfiel. Antwort C. Zu eng geschnürtes Korsett. Oder Antwort D. Giftmord durch einen untergebenen Musiker. Ich habe A schon mal gehört. Okay. Deswegen logge ich das ein. Aber wie kann man sich denn mit seinem Taktstock verletzen? Die waren damals noch so riesengroß, so bis zum Boden. Und die haben immer so auf dem Boden geschlagen, damit die Musiker das hören. Und dann hat er sich einmal in den Fuß gestochen und dann ist er daran gestorben. Wirklich? Das ist traurig, ne? Also ich hoffe, das stimmt, weil sonst ist es doppelt traurig. Ja, aber nee, also ich meine, wenn du das so detailliert schon hier vorgibst, dann wird das wohl richtig sein. Also loggen wir Antwort A ein, das ist tatsächlich richtig. Und hier steht das auch nochmal für mich oder für dich, für uns, für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Eine kleine Erklärung. Jean-Baptiste Lully, der Hofmusiker, für die dirigierende Hofkapelle verantwortlich, wofür er einen metergroßen Stab benutzte, sehr gut, mit dem er durch das Klopfen auf den Boden den Takt vorgab. Das ist ja ein bisschen so wie beim Marschieren, ne? Da machen die doch auch immer so, ne? Aber da klopfen die, glaube ich, nicht auf den Boden. Maschinen habe ich noch nicht so oft beobachtet. Bei der Aufführung einer Motette, weißt du, was ich meine? Motette, traf er mit dem Stab seine Fußspitze. Richtig, sehr gut. Die Verletzung entzündete sich und führte zu einem Wundbrand, an dem er wenige Monate später starb. Ganz krass, eklig. Da sieht man auch, wie rückschrittlich die Medizin damals noch war, ne? Ja. Man sich im Fuß sticht und daran stirbt. 1687. Okay. Das heißt, du kriegst für diese Antwort 12 Punkte. Sehr gut. Schön. Kommen wir zur 13. Frage. Ich hoffe, sie bringt kein Unglück. Welche Person schrieb den Song Respect im Jahre 1965? Antwort A. Isaac Hayes. Antwort B. Aretha Franklin. Antwort C. Otis Redding. Oder Antwort D. Dusty Springfield. Von wem stammt der Song Respect? Das sind alles männliche Namen außer B, ne? Otis, Dusty, Isaac. Ich weiß nicht, ob Otis ein männlicher Name ist. Also ich weiß, dass es eine Frau singt. Ich weiß jetzt nicht, wer den geschrieben hat. Ach, tatsächlich? Okay. Also es gibt sicherlich auch noch andere Songs, die Respect heißen, die nicht von den vier sind. Verwechselst du das auch? Naja, ich meine schon den hier, der so Empowerment for the Woman ist. Diese. Okay. Also ich denke, dass es der ist, könnte 1965, könnte hinkommen. Ich bin für B. Für Aretha Franklin? Ja. Okay, Auflösung. Otis Redding hat den Originalsong Respect 1965 geschrieben und veröffentlicht, in dem der Sänger Respekt von seiner Frau einfordert, wenn er nach der Arbeit nach Hause kommt. No. Aretha, jetzt kommt der Plot-Twist. Aretha Franklin dreht den Spieß im Jahre 1967 um und veröffentlichte eine leicht abgeänderte Variante von Respect, welche daraufhin zu einem Kampflied der Bürgerrechtsbewegung und zu einer Hymne der Frauenbewegung wurde. Das heißt, du warst eigentlich auf dem richtigen Weg, aber kanntest sozusagen die Vorgeschichte nicht. Ja, aber die Vorgeschichte ist ja auch ganz schön mies, also. Das ist richtig, ja. Leider gibt es dafür keinen Punkt. Schade. Schade, Schokolade. Okay, wir kommen zur letzten Frage, die 14. Die Ehrung welcher Musiker mit dem Echo-Musikpreis wurde zu einem Skandal und führte zu einer Abschärfung der Echo-Verleihung? Antwort A, Freiwild. Antwort B, Modern Talking. Antwort C, Kollega und Farid Bang. Oder Antwort D, die Söhne Mannheims. Das weiß ich nicht. Wirklich nicht? Aber weißt du, dass es den Echo nicht mehr gibt? Hast du es damals mitbekommen? Ist noch nicht so lange her. Den Tipp kann ich an dieser Stelle geben. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie bei Freiwild gesagt haben, machen wir nicht mehr. Modern Talking haben sie doch bestimmt nicht mehr, die sind doch schon lange raus. Schau da an Dieter Bohlen.
Shoutout an Dieter Bohlen. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Der ist ja raus. Der ist raus jetzt hier, ne? Oder ja. Er macht gerade eine Pause, um dann wieder richtig krass einzusteigen. Kann auch sein. Ich weiß es nicht. Hörst du eine dieser Bands? Oder Künstlerinnen und Künstler? Also ich höre manchmal Modern Talking. Ja. Beim Feiern. Ja, das kann ich verstehen. Sonst nicht, nein. Ich hab noch Joker, ne? Du hast noch Joker, ja? Das ist die letzte Frage. Darf ich da nicht eigentlich mehrere dann auch verwenden? Du meinst, du willst Google anrufen, oder wie? Ja. Nein, ich glaube, ich würde jemanden anrufen. Tatsächlich? Ja, gerne, mach das. Ich muss nur kurz überlegen, wer das weiß. Du kannst immer noch googeln, ne? Ja, googeln. Und ich würde behaupten, dass man das schnell rausfindet. Okay, dann google ich das. Wer misst die Zeit? Soll ich das machen? Machst du? Darf ich schon? Soll ich machen? Okay, ich mach das. Du darfst noch nicht. Kleinen Moment, ich muss kurz eine Stoppuhr hier raussuchen. Okay, ich stoppe die Zeit. In 3, 2, 1 und los. 10 Sekunden. Das ist voll mies mit einer Hand. Die Hälfte der Zeit ist um? Ja. Ah, okay. Stopp. C. Kollega und Farid Bang. Ja. Eingeloggt. Bist du dir ganz sicher? Das war die erste Sache, die hier stand. Ich hoffe. Okay, ja, das ist natürlich richtig. Und das war damals tatsächlich ein riesen Eklat, wie man so schön sagt. Hier steht auch noch was dazu. Der Echo in der Kategorie Hip-Hop und Urban National wurde im Jahr 2018 an die Rapper Kollega und Farid Bang verliehen, obwohl bereits im Vorfeld viel Kritik laut wurde, unter anderem durch das internationale Auschwitz-Komitee, darüber, dass die Rapper mit antisemitischen Textzeilen zur Verharmlosung des Holocaust beitragen würden. Ich weiß nicht mehr genau, was die Zeile war, aber es war auf jeden Fall, wo man sich so denkt, bei aller Liebe zu Gangster-Rap, das hätte man sich auch klemmen können. Aber es ist halt krass, dass dadurch diese ganze Chose irgendwie abgebrochen ist. Okay, dann haben wir es geschafft. Lilium hat insgesamt 47 Punkte gesammelt. Ich kann also auch nicht einschätzen, ob das gut oder schlecht ist, denn du bist heute die erste von dreien, die das macht. Mal gucken. Also es ist eigentlich gutes Mittelfeld, ne? Wenn fast die Hälfte. Okay, dann würde ich sagen, dann war es das für die erste Folge von Quish. Featuring Lilium. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich danke herzlich fürs Moderieren. Ich danke für das Organisieren. Und damit geht es weiter, mit wem auch immer. Ich weiß tatsächlich nicht, wer kommt. Ich glaube, Ludwig kommt. Der 14. oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, der 18. Ach, der 18. Der 18. Das kommt. Ist gut, ja. Mhm. Der war nicht so. Ich habe noch gar nicht abmoderiert, oder? Ich muss noch Tschüss sagen. Ja. Tschüss. So, da sind wir wieder. Dritte Folge. Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja so schön. Und jetzt haben wir zwei Vertreter von Animal Secret. Ihr habt euch hoffentlich nicht zerstritten, wer heute herkommen darf. Ja, bis zum Glück. Das doch nicht so ja, nee. Ich hatte eigentlich gesagt, die anderen beiden können gehen. Es wäre Anton und Raul, weil Lennart ist gerade in Halle, glaube ich. Und dann habe ich Anton angerufen. Und er sagte, er hat gerade Probearbeit im Weiß. Ah. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir es so machen können, weil wenn wir alle drei hierher gewollt hätten, zu den Xing Shang Shong spielen, aber das ist leider nicht. Dann hätte einer jetzt da sitzen müssen und hätte wahrscheinlich tierisch geheult. Oder einfach wieder nach Hause gehen können. Oder so, ja. Deswegen ist es ganz gut. Und wir spielen natürlich nach denselben Regeln wie schon bei den anderen beiden Kandidatinnen und Kandidaten und fangen direkt an mit der ersten Frage. Und die ist, habt ihr es schon gesehen, sehr einfach, aber es wird schwieriger. Also freut euch nicht zu früh. Die erste Frage ist, mit welchem Song gewann Lena Meyer-Landrut im Jahr 2010, es ist schon 11 Jahre her, krasser Scheiß, den Eurovision Song Contest? Ist es Antwort A, My Cassette Player, Antwort B, Satellite, Antwort C, Love, Oh Love oder Antwort D, B? Ganz klar, B. Ja, ist... Das ist long line, ne? Also B. Ja, also nicht B. Ja, ja. Nicht die. Wollte ich erstmal einen kleinen Spannungsbogen. Ja, ne? Nee, das fand ich nicht lustig. Ja, ich auch. Das, da bin ich mir sehr siegessicher. Okay, das ist natürlich auch richtig. Sehr gut. Den ersten Punkt. Glück gehabt. Sehr Glück schön. Gehabt, gut angefangen. Kommen wir direkt zur zweiten Frage. Mit Leertaste weiter, ne? Genau. Auf M drücken. Genau, oder Pfeiltaste müsste beides so gehen sogar, ne? Richtig, ne? Nächste Frage. Okay, cool. Nice. Welche deutsche Band hat am Anfang ihrer Karriere viel Straßenmusik gemacht? Pauls Lieblingsband. Jeremias, Almay Kantereit, Blond oder von wegen Lisbeth? Raue, komm. Okay, dann sag ich das. Ist für alle meine Almay Kantereit-Fans, Almay Kantereit. Ja. Das würde ich auch mal sagen. Okay. Eigentlich cool, ich finde das sehr sympathisch, wenn eine Straßenband anfängt und dann... Es gibt auch dieses eine Video da, wo sie da gefilmt wurden auf der Straße. Ja, das ist das, gut, ne? Oder? Ich kenne nur dieses eine, das ist halt nämlich...
paar Millionen Views, glaube ich sogar. Also ich habe mir früher, bevor ich die richtig kannte, die Videos nämlich immer angeguckt gehabt. Straßenvideos, oder? Ja. Ach, haben die mehrere? Ja, nee, das ist gar nicht. Viele. Ja. Cool, ja, das ist natürlich richtig anerkannter Reif. Antwort B. Ich habe auch vorhin schon gesagt, wenn man nicht weiß, ist oft B richtig. Ja, wenn du uns das jetzt sagst, ne, genau, dann vertraue ich dir mal nicht. Genau, das ist ja der Witz an der Sache. Kommen wir zur dritten Frage. Was ist keine mehr oder weniger typische MusikerInnen-Krankheit? A. Kammerflimmern, B. Sehnenscheidenentzündung, C. Lärm, Schwerhörigkeit oder D. Lampenfieber? Könnt ihr mit allen vieren was anfangen? Ja. Ich weiß nicht, ob es vielleicht eine Joke-Frage ist, aber ansonsten hätte ich eine Antwort, die ich einloggen würde. Ja? Also ich weiß auf jeden Fall schon mal, was eine Krankheit ist. Wir können es ja mal so angehen. Ja. Also Sehnscheinentzündung ist ja vor allem hier, keine Ahnung, ob das vor allem für Gitarristen ist, aber es wird immer gesagt, dass man aufpassen muss. Und Leute, die viel am Handy sind, glaube ich auch. Ja? Ah ja, okay. Also das schon mal nicht. Ja. Und da ist jetzt, fragst du dich auch, ob hier Lampenfieber als eine Krankheit genommen wird oder was war deine Frage? Nee, weil Lampenfieber kann ja schon... Ist schon eine Krankheit, ist schon, ne? Ja, Lärmschwerhörigkeit, denke ich mal. Nein. Keine oder, typische Musikkrankheit, Kammerflimmern. Okay, ja, ich glaube, das hat irgendwas mit dem Herzen zu tun. Und warum? Ich glaube auch. Also ich habe mal kein Medizin studiert, aber das wüsste ich auch. Ja, und warum? Also vielleicht hängt das ja mit Lampenfieber zusammen, dass man auf einmal einen Herzinfarkt bekommt, weil man so Lampenfieber hat. Aber nee, also ich würde Kammerflimmern. Okay. Sie seid euch sicher? Ja. Okay, natürlich. Ist es natürlich A, Kammerflimmern. Nice. Aber es kann natürlich sein, dass Lampenfieber, wenn es sehr krankhaft wird, auch zu Kammerflimmern wird. Mhm. Das müssen wir nochmal nachreichen irgendwo. Okay. Ach, ich habe sogar auf meinem schlauen Zettel, steht sogar eine Hintergrundinformation. Und zwar, Kammerflimmern ist ein anderes Wort für Herzrhythmusstörung, also Herz war richtig, und wird nicht gesondert durch die Musikermedizin erforscht. Es scheint also laut Definition eine offizielle Musikermedizin auch zu geben, ja? Mhm. Oh, kann ich mir vorstellen. Ja, sowas wie mit Sehnscheiden halt, ne? Ja. Das hatte ich auch bei mir, bei Purple Time gibt es auch einen Gitarristen, der musste ein Semester aussetzen. Deswegen. Hat wahrscheinlich jedes gutes Label extra Ärzte angestellt, die das. Oder die so Physiotherapie machen. Mhm. Oder so. Ja. Gute Geschäftsidee. Kommen wir zur vierten Frage. Welches war das 2020 weltweit auf Spotify am meisten gestreamte Lied letztes Jahr? It's a Paradise. Es ist Antwort A von The Weeknd, Blinding Lights. Es ist Antwort B von Billie Eilish, Therefore I Am. Von BTS, Dynamite. Oder D von Dua Lipa, der Song Physical. Also ich würde, glaube ich, Billie Eilish ausschließen. Weil das, ja, das ist mir wohl nicht so abgegangen laut meiner Information. Ich glaube aber auch, ich glaube, dass Therefore I Am nicht mal eine Milliarde geknackt hat. Glaube ich. Schlecht. Nicht mal, echt mal lächerlich, ey. Ja, also, ist echt so. Ich weiß, dass Dua Lipa total... Ja, mit Physik, ich weiß aber noch nicht, mit Physik. Wisst ihr, was mir gerade aufgefallen ist? Ihr habt eine Sache mit Billie Eilish mindestens gemeinsam. Alter. Dieser Song und eure Songs haben beide nicht eine Milliarde geknackt. Ja. Stimmt. Ja. Stimmt, aber trotzdem sind wir unter der Milliarde knapp dran. Ja, stimmt schon. Ja. Ja, BTS ist natürlich auch immer tückisch, ne? Ja, das ist... Das kann ich nicht so einschätzen. Also das ist auf jeden Fall für mich gerade, glaube ich, raten. Wer hat doch mal hier? Ja, ich weiß aber nicht, ob er jetzt... Kennt ihr die Musik einigermaßen von BTS? Oder? Anton hört... Von Anton hört es total viel. Ich weiß nicht, ob es jetzt noch... Ich glaube, dass Dynamite hier irgendwie so einen YouTube-Rekord geknackt hatte. Scheiße, ist irgendwie am schnellsten... Oder die meisten Likes oder Views in, glaubt ihr, an einem Tag. Dass das noch mehr kommen nach Europa oder auch überhaupt in den Westen? Diese ja, ich habe das Gefühl, das ist schon total angekommen. Ja, nee, mehr noch. Also das ist irgendwie auch hier in Europa auch so oder auch in Amis, dass sie jetzt übernehmen diesen Stil. Hm. Findet ihr das gut oder nicht gut? Ich kenne mich viel zu wenig gut aus. Es gibt ganz coole Sachen, aber ich kenne fast gar nichts. Ja, ich habe mich einfach überhaupt noch nicht reingehört. Ja, ist ja in Ordnung. Okay, was nennt ihr mich? Ja, also ich finde, also Physical, ich dachte eher mal Don't Start Now. Mhm. Ich habe auch das, dieses andere, ich weiß es nicht mehr, aber ich habe auch das Gefühl, dass Physical nicht ziemlich in der zweiten Hälfte von 2020 rausgekommen ist. Aber das ist schlau, ja, das muss natürlich, wenn es je früher es rauskommt, umso mehr Zeit. Blinding Lights vor dem Sommer auf jeden Fall, aber... Ist schon, der ist schon lange draußen. Also ich würde A oder C sagen, aber... Also, ich glaube, der Blinding Lights ist so, das hört man,
Also wenn ich so drauf gehe, was ich schon auf dem Radio gehört habe, dann habe ich Blinding Lights gehört. Also ja. Können wir einfach nehmen. Ja, ja. Würde ich. Wir haben ja schon drei Fragen richtig. Genau, dann könnt ihr mal auf der Welle weiter surfen, denn die vier dann ist natürlich auch dieses Blinding Lights. Ich weiß natürlich nicht, wie viele es insgesamt waren, aber auf jeden Fall... Nicht so viele, wie wir haben. Eine ganze Menge. Genau, folgende Frage 5. Welches, ach Gott, jetzt. Jetzt wird es ein bisschen ja, Musiktheorie, ne? Mal gucken, ob ihr da bestehen könnt. Welches Intervall... Wisst ihr, was Intervall ist? Steht da auch bei euch, ne, ja, glaube ich? Gut. Immerhin. Liegt zwischen einer reinen Quarte und einer reinen Quinte. Ich habe es noch gar nicht durchgelesen. Welches Intervall liegt zwischen einer reinen Quarte und einer reinen Quinte? Genau. Also du hast es jetzt, ist es angekommen. Okay. Antwort A. Nichts, keine. Nichts, gar nichts. Antwort B. Tritonus oder Tritonus. Antwort C. Die große Sekunde. Oder Antwort D, die Septime. Sollen wir jetzt ein paar Späße machen oder sollen wir einfach hier sofort? Ich finde Späße, ich bin immer offen für Späße. Ich weiß gar nicht, was du hier für lustig sagen für Musiker so. Spaß machen willst. Ja. C. Ja. Warte mal, hä? Das war Teil des Witzes. Ja. Warte mal, ich weiß jetzt gerade nicht, ob du hier einen kleinen Spaß machst oder nicht, ne? Solange ihr euch irgendwann einig seid, ist alles gut. Oh, vielleicht habe ich die Frage auch richtig. Zwischen Quarte und Quinte. Ja. Tritonus. Welches Intervall liegt zwischen einer oder also ich dachte von der Quarte zur Quinte. Ja, das kann sein oder das was zwischen diesen beiden Intervallen genau, also ist. Genau, also Quinte wäre sozusagen von C auf G und Quarte ist von C auf F. Und ihr meint jetzt aber nicht von G auf F, sondern ihr meint von C auf F. Ja, dann ist Tritonus. Ah, ja, dann. Ich dachte nämlich zwischen Quarte und Quinte. Das ist eine große Sekundenfrage. Das ist natürlich etwas ungünstig formuliert, aber ihr habt recht. Es ist B. Tritonus. Wusste ich tatsächlich auch nicht. Hier, ich hab C gesagt. Gerade ich hab gedacht, du hast nie Spaß gemacht. Nee, weil ich hab falsch gelesen. Ja, okay. Zum Glück bist du eingeschritten. Ich dachte schon, ich bin total dumm. Mit das passiert jedem mal. Kommen wir zur sechsten Frage. Oh, mit wem war Kurt Cobain verheiratet? Oh, achso, jetzt mal muss ich hier nämlich den Namen. Das war sogar so schon. Ja? Ja. Ich glaube, ich weiß es auch. Es ist A. Courtney Love. B. Wendy Elizabeth Freidenberg. Das ist Frankenstein. Das klingt bist du total lustig. Probieren ein bisschen Spaß reinzubringen. Ne? Ja. Der Name ist auf jeden Fall crazy. Klingt sehr, sehr nach irgendwie, weiß ich nicht, Königshaus. Ja. C ist Catherine James oder D Tracy Mariner. Also ich kenne nur eine Person und die ist es auch. A oder A. Ja, also die anderen Namen sagen mir auch echt nichts. Aber ich weiß es nicht. Könnten habe ich schon mal irgendwie gehört. Ja. Wird sie nicht, ich bin nicht so drin, aber wird die jetzt nicht ein bisschen gehasst von allen Kurt Cobain-Fans, weil sie ihn angeblich umgebracht hat? So ein bisschen kontroverse. Das weiß ich nicht. Doch, ich habe irgendwie mal so mitbekommen, weil die wurden mal irgendwo hier in die Rock'n'Roll Hall of Fame oder so introduced. Ja. Nirvana und sie hat da auch eine Rede gehalten und da in den ganzen Kommentaren stand dann überall, ja, ich hasse dich und so und du hast ihn umgebracht. Oha. Tja, aber ich weiß es nicht. Und ich weiß es nicht, ob sie ihn umgebracht hat. Ich weiß es auch nicht. Wenn solange sie es weiß, ist alles gut. Ja. Okay. Aber das weiß ich so zu ihr ungefähr. Also ich würde aber auch mal sagen, es ist natürlich richtig. Und wenn ich jetzt so nach hinten schaue, habt ihr bisher alle Fragen richtig beantwortet. Ja. Und wir haben auch noch drei Joker, ne? Genau. Wie viele das Fragen ist gut. Also, wir brauchen die Joker ja nicht. Wartet mal ab. Also es wird natürlich nach hinten schwieriger. Oh, dementsprechend wäre es vielleicht gut, die sich auch aufzusparen. Oder auch nicht. Siebte Frage. Wer gewann den Deutschen Musikautorinnenpreis 2020 in der Kategorie Text Hip-Hop? Antwort A, unser aller Liebling Loredana. Antwort B, Polizistensohn. Antwort C, Apache 207 oder Haiti. Boah, das ist jetzt auf jeden Fall mal wieder. Das wird jetzt doch länger gar dauern. Keine Ahnung, ich also, kenne nur Loredana und Apache. Polizistensohn? Wisst ihr nicht, wer das ist? Das ist Jan Böhmermann. Das ist Jan Böhmermanns. Hier, ich war Polizei und so. Aber ist das schon super alt? Ja. Na, der hat mittlerweile, ich glaube, 5 Songs gibt es. Und so. So, man kann es sogar sagen. Ja. Autorenpreis. Also, es geht um den wirklich den Text. In dem Kategorie Text Hip-Hop klingt wirklich. Also, wenn es um textlichen Inhalt geht, würde ich Loredana schon mal ausschließen. Ich weiß gar nicht, ich weiß von Loredana, weiß ich nicht. Doch, die kenne ich irgendwie, aber. Kenne ich gar nicht. Würde ich jetzt auch mal sagen, dass der Text nicht so. Haiti sagt mir auch überhaupt. Nee. Ich habe noch nie, glaube ich, einen Song von ihm gehört. Nee. Ihr seid nicht so Hip-Hop-mäßig unterwegs, ne? Nicht deutsch Hip-Hop auf jeden Fall. Also, Apache 207 kenne ich wahrscheinlich von allen deutschen Hip-Hopern, kenne ich von Apache 207 am meisten, weil das ja so am Trend momentan ist. War, ist, denke ich. Ja, ich glaube. Winterpause so ein bisschen.
deswegen, oh, das ist einfach nur Ratefrage. Ich mein, ja, wir können auch hier einen Google-Joker anwenden. Könnt ihr? Warte mal ab. Also, ja, oder ja. Du, ja, machst, sagst du. Also. Gehe ich damit. Es ist 2020. Apache hat dann natürlich 2020 eine Hype, ne? Also, aber ich weiß jetzt nicht, ich glaube, seine Texte sind auch teilweise frauenfeindlich und so. Ja, er hat einen Preis bekommen wahrscheinlich. Deswegen, ja. Ich weiß aber nicht, ob die da so drauf achten. Ja. Ich würde mal sagen, wenn das schon heißt, ne? Deutscher Musikautorenpreis, ja. Klingt ja schon sehr so nach Jury und Buffet und so. Also, ich kenne halt Haiti überhaupt nicht. Wenn das mit Polizisten so, ja, wenn das Jan Böhmermann ist, dann denke ich mir, dann wird der wahrscheinlich schon guten Text ja. Ungefähr. Aber kann halt auch sein, dass Haiti einen guten Text hat. Ja, wollen wir da einen Joker nehmen? 50-50 Joker? Ja, 50-50 kommt schon Polizisten so. Genau, das ist ja immer das Risiko, was man eingeht. Aber ja, aber dann wäre für mich ist einfach. Ist egal, oder? Ja. Okay. Aber dann können wir auch gar keinen Joker nehmen. Wenn ja, wir sowieso zwischen den beiden hier müssen. Meinst du, wollen wir einfach so? Also wenn ihr jetzt die Frage nicht beantwortet, verliert ihr nur 7 Punkte, ne? Das ist nicht so wild, als wenn später mit 13, 14... Ja, okay. Lassen wir lieber keinen Joker benutzen. Okay, also Loredana nehmen wir weg, Apache nehmen wir auch weg, dann nehmen wir... Dann nehmen wir einfach B, Polizisten so. Ja, dann nehmen wir B. Okay, das ist tatsächlich nicht richtig. Es wäre Haiti. Es wäre Haiti gewesen. Scheiße. Ja, gut, wir kennen echt gar nicht. Mal gucken, was bei den 50-50-Fragen kommen wäre. Oh, scheiße. Was wäre das denn? Loredana und Haiti. Okay. Ich habe noch ein bisschen Hintergrundinformation. Mhm. Ja, jetzt bin ich der 12. Musikautorenpreis in der Kategorie Text Hip-Hop wurde im März 2021 an Haiti verliehen. Also wahrscheinlich rückwirkend für das Jahr 2020. Ja. Mhm. War ja gerade erst. Im Jahr 2020 veröffentlichte die Rapperin gleich 2 Alben und entwickelte sich bereits durch zahlreiche vorangegangene Alben zum Geheimtipp der Rap-Ikone. Ich wusste auch nicht, dass es eine Sie ist. Dachte mir, Haiti hörte sich nach einem Typen an. Ja, könnte auch eine Insel sein, ne? Mhm. Okay, gut. Kommen wir zur 8. Frage. Es bleibt. Oh mein Gott. Es geht wieder um Zahlen. Wie viel betrug die Gage Paul McCartney ist für seinen Auftritt zur Eröffnung der Olympischen Sommerspiele 2012 in London? $500, $5000, $1 oder $10.000? Es könnte jetzt natürlich sein, dass er sein Land so liebt und deswegen nur für $1 aufgetreten ist. Weil mir kommt 10.000 sogar schon wenig vor für so jemanden. Und bei den Sommerspielen. Olympischen Spielen. Deswegen vielleicht hat er einfach nur $1. Oh mein Gott. Das könnte alles sein. 10.000. Ich finde $1 wahrscheinlicher als 10.000. So ein symbolischer und Dollar. Ne? Ja, weil 10.000 ist eigentlich, glaube ich, super wenig für vielleicht so eine realistische Gage. Ich meine, bei den Olympischen Spielen naja, ist auf der ganzen Welt übertragen und vorne. Ja, aber vielleicht sagt er dann auch, okay, ich nehme nur 10.000. Aber dann nimmt er nur $1, denke ich. Weil hat er sowieso nicht nötig, 10.000 zu nehmen. Ja, stimmt auch. Ich glaube, 10.000 echt Peanuts. Für ihn wahrscheinlich, ja klar. Ja. Ich kann mir schon vorstellen, dass er so einen symbolischen... $1 symbolisch so genommen hat. Ja. 500, vielleicht ist es... Also hättet ihr noch so eine Sache mit 100.000, dann würde ich mehr überlegen, aber irgendwie kommt es mir alles ein bisschen wenig vor für ihn. Mhm. Es geht gut ran. Ja. Scheiße. Für ihn könnten $500 auch symbolisch sein. Ja, aber ich denke... Aber das ist halt ja so pseudo-symbolisch. Ich finde diesen einen Dollar, der lächelt mich schon ein bisschen an, dass man den das nehmen kann. Das wäre dann die zweite falsche Frage. Ja. Bei welchen, danach können wir haben 14 Fragen, ne? Richtig. Bei wie vielen sind wir jetzt? Wir sind bei der 8. Ja, also. Ja, komm, ne? Sollen wir einfach. Ein Joker nehmen oder mal raten? Raten? Ja, dann würde ich auch. $1? Ist richtig. $1. Ja, ja. Es sind tatsächlich nicht nur er gewesen. Es steht, andere Künstlerinnen haben das einfach als Ehre empfunden und dann symbolisch $1 weißt bekommen. Weißt du, wer noch? Das weiß ich leider nicht. Es steht hier nicht. Wurde ich nicht dementsprechend vorbereitet oder habe ich mich selbst nicht. Die Frage, die ich mir gerade stelle, haben sie dann wirklich oder sagt man das nur? Oder kriegt dann jeder Künstler so $1? Das ist vielleicht so einen besonderen Dollar, der unterschrieben wurde von irgendjemandem. Doch wieder. Der gesteigert wird für 1 Million. Das frage ich mich. Oder ob man das nur so sagt und dann kriegt, als ob er dann den Dollar auch an. Also das ist eigentlich schon. Ich könnte mir vorstellen, eine realistische Gage für so einen Auftritt ist bestimmt schon 50.000 oder 100.000. Ja, die nehmen so viel Scheißgeld damit bestimmt ein mit Werbung und sowas. Es wäre mal interessant zu wissen, was so. Wie ist denn das bei zum Beispiel beim Super Bowl? Ja, genau, das wollte ich gerade. Das ist ja wahrscheinlich da, wo das meiste Geld fließt. Irgendwie, ich habe gehört, dass hier The Weeknd aus der eigenen Tasche wohl nochmal zusätzlich 4-5 Millionen bezahlt hat. Selbst bezahlt hat, zusätzlich. Ja, vielleicht kaufen die sich da auch ein. Ich meine, das ist eine Promo, Alter. Die Besten. Aber die müssen auch so viel Geld eigentlich kriegen. Also, und wenn er dann schon bereit ist, irgendwie 4 Millionen zu bezahlen.
Ich kann mir das eigentlich, also es kann für mich beides plausibel klingen. In Amerika ist alles fürs Geld. Dass sie entweder richtig viel Geld dafür bekommen oder dass sie sich einkaufen müssen. Wollen wir mal kurz nachgucken hier? Oder? Könnt ihr gerne machen, ja. Klar, warum nicht? Wenn das jetzt. Das ist jetzt das der Google-Joker, den wir hier haben. Nee, alles gut. Der verfällt nicht. Hier steht, so wie du gesagt, für die. Er bezahlt aus eigener Tasche 7 Millionen Dollar. Also da steht einfach. Ist das wirklich. Es ist dann so, wer bietet am meisten und der kommt rein, ist eher auch bescheuert. Und das Geld fließt dann wahrscheinlich in irgendwelche Manager-Taschen. Ja, auf jeden Fall. Ach ja, ich kann mir das vorstellen, dass sie da Geld für bezahlen müssen. Also, dass sie das Super Bowl sagt ihr, also dass sie vielleicht sagen, okay, ihr dürft auftreten. Ja. Oder du darfst auftreten und dann, aber die Show bezahlt. Irgendwas so, einen Anteil oder die so. Show bezahlt so aus einer. Die Promotion, die du dafür bekommst, wie viele Leute gucken das bitte. Ja. Das ganze Frage Scheiß ist halt, ob irgendwann ist man so bekannt, dass man die Promo auch vielleicht auch nicht mehr braucht. Und das ist einem nicht mehr verbringt. Ja, das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil er in dem Jahr sowieso. Ja. Ach, ich weiß auch oder nicht. Oder damit in der Vita das drin steht, so weißt du, einfach so zum Flexen. Für auf die Bewerbung bei der Hochschule oder so. Genau, ja. Zum Beispiel. Vielleicht denkt er sich auch scheißegal, bezahle ich halt die Millionen dafür und kann da auftreten. Okay. Gut, machen wir weiter. Ja. Mit Frage 9. Habt ihr schon geklickt? Ja, okay. Steht ja. Welche der folgenden Künstlerinnen und Künstler tätowierte in seinem Musikvideo 43 Freunde und Freundinnen die Lyrics seines Songs? A. Finn Kliman, B. Dizzy, C. Juice WRLD oder D. Jennifer Rostock. Also Finn Kliman ist doch, glaube ich, nicht so, oder? Doch, also ich weiß, dass Finn Kliman ist. Ah gut, ich hätte jetzt gedacht, dass er es nicht macht. Doch. Ja, also, hast du gesehen, das Musikvideo? Ja, ich habe das mindestens schon einmal gesehen, ja. Ja. Ja, sehr schön. Also wenn das nicht zufällig jetzt irgendwer anderes noch gemacht hat und dann ist so die Zahl, Finn Kliman hat 50 und Jennifer Rostock 43, dann wäre ich jetzt am Arsch. Aber nee, du bist auf dem richtigen Fall. Gott, dann ist es Finn Kliman auf jeden Fall, ja. Genau, Finn Kliman hat auch krass, ey, Finn mal 43 Leute, die man einfach so tätowieren kann. Ja. Und er hat kein Tattoo. Hat er auch deswegen habe ich mir gedacht, dass er... Hat er gar kein Tattoo? Kein einziges? Er wirkt nämlich für mich auch nicht so gesagt. Wie so ein Tattoo-Mensch. Oder also, deswegen. Und Jennifer Rostock, die ist doch so richtig krass. Ja, ich hätte nämlich sie genommen. Die hat sich selbst einfach durch Song tätowiert. Die hatten wir doch letztens bei Songtender, ne? War sie nie in irgendeiner anderen Band Sängerin? Oder? Keine Ahnung. Weil ich habe immer gedacht, dass sie so... Ich glaube, die ist immer schon solo. Rosenstolz-Band. Ich habe immer gedacht, dass sie die Sängerin da war. Ja. Nee, auch das auf jeden Fall nicht. Keine Ahnung. Aber da kann man auch schon mal durcheinander kommen mit den ganzen komischen Sängerinnen, die Deutschland manchmal so hat. Lena Meyer Landrut. Zum Beispiel. So, okay, Frage 10. Ja, guck mal, da sind wir doch schon. Ah, nee, da waren wir gerade. Ne? Hä? Nee, das ist ja so ähnlich die Frage. War ich gerade kurz verwirrt. Wir sind alle wieder. Ja. Okay, seid nicht verwirrt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Frage klingt sehr ähnlich. Welche der folgenden Musikerinnen war noch nicht Juror oder Jurorin bei einer Castingshow? A. Andreas Burani. B. Da haben wir sie wieder. Jennifer Rostock. C. Adel Tawil. Oder schon wieder D. Lena Meyer-Landrut. Also ich weiß leider, dass Lena Meyer-Landrut auf jeden Fall schon 1000 Mal dabei war. Deswegen mache ich sie noch weniger. Ich glaube, Andreas Burani, den Namen hat man auch schon mal in so einer Jury gehört. Ist nicht Adel Tawil jetzt der so... War das Adel Tawil, der jetzt hier so in Kritik steht? Nee, das ist... Also nicht, dass ich wüsste... Nee, ne? Nee. Aber du weißt, den ich meine. Ja, klar, sehr, wenn du meinst. Du ach, ja, aber die klingen auch sehr von der Stimme sehr ähnlich. Mhm. Boah, ich gucke aber auch so. Also nee, ich weiß es auch nicht. Die meisten machen ja auch dann nur bei The Voice mit, ne? Ich glaube, bei DSDS, da siehst du nur entweder bis vor kurzem noch Dieter Bohlen, da weiß ich, der ist jetzt rausgegangen. Ja. Oder hat gesagt, hey, ja, was weiß ich. Er hat gesagt, der ist krank irgendwie, aber war, glaube ich, gar nicht. Ja, ich glaube, RTL hat ihn einfach rausgekündigt und er dachte sich, was soll das, und hat dann einfach aufgehört. Ist der jetzt nicht Thomas Gottschalk? Das war auch total Kritik, das habe ich auf jeden Fall. Oder, aber da sieht man auch nur ihn oder Pedro Lombardi und ich glaube, dass diese Künstler ja da irgendwie nicht bei sind, also DSDS, bei The Voice, habe ich gar keinen Überblick. Ich weiß auch, dass Lena Meyer-Landrut da mal mit bei war. Ihr könnt einfach raten oder nehmt vielleicht ein guter Google-Joker? Ich kann mir vorstellen, bei den Juroren, die ich da bisher immer gesehen habe, würde ich nämlich sagen, dass es Jennifer Rostock nicht dabei war, weil ich glaube, ich habe bisher noch niemanden aus der Hip-Hop-Richtung da gesehen. Aber ist Jennifer Rostock Hip-Hop? Ich dachte, habt sie nicht gerappt oder so? Ja, ne? Macht die Hip-Hop? Macht die nicht auch so ein bisschen gedacht, so eine Abschaltmucke? Nee, ich wusste so rockmäßig. Ich dachte, sie macht Schlager. Ne? Dann hatten wir den Song gehört und das war ja Ultra-Hip-Hop. Ah, ich glaube, sie kommen auch am wenigsten bekannt vor von den ganzen, aber
Es kann auch Andreas sein, Burani und Ade Tawil sind so ein Name, da könnte ich mir vorstellen, dass sie da schon mal waren. Auf jeden Fall sowas mitmachen. Ja, das ist jetzt einfach nur, also ich würde mal da jetzt... Ja, bei wie viel der Frage sind wir? Jetzt ist die 10. Frage, richtig. Also ja, dann können wir jetzt nämlich auf die letzten 4 Fragen... Ja, wo wir vielleicht die Joker bräuchten. Ja, komm. Ja, dann nehmen wir es einfach. Ja, Jennifer... Ihr sagt Jennifer Rostock, Jennifer. Also Fee. Ja. Das ist tatsächlich nicht richtig. Scheiße. Okay. Jennifer Rostock war bei X-Factor. Was ist das denn? Ich wusste da gar nicht, dass es das in Deutschland gibt, aber scheinbar gibt es das. Vielleicht auch irgendwie so bei Sat1 Gold oder sowas, keine Guck. Und die anderen beiden, Andreas Burani und Lena Meilandrup bei The Voice. Und Adelt. Ja. Beziehungsweise ja, Kids, The Voice of Germany Kids. Ach, da war sie. Da war Lena, genau. Hm. Kann man schon mal. Ich weiß auch nicht, ich kenne gar kein Gesicht zu Adelt Tawil. Nee, ich auch nicht. Nee, auch nicht. Okay. Ich glaube auch nicht zu Andreas Burani. Nee. Das ist, ja, also ich finde es erstaunlich. Da kommt man doch fast gar nicht drum herum. Man kommt sehen die beide gleich aus irgendwie. Ach, ja, ich habe keine Ahnung. Nee, aber ist ja nicht schlimm. Ja. Gut. Dann machen wir weiter. Ich möchte meinen Telefonjoker benutzen. Ja, ich guck mal, ob das sich irgendwie anbieten könnte. Nächste Frage. Frage 11. Was von den folgenden Aussagen wurde wirklich früher umgesetzt? Wirklich früher? Ja, ja, es ist ein bisschen, da kann man drüber stolpern. Hm. Frage oder Antwort, Aussage, These A. Man kastrierte Jungen, damit ihre Stimmen später nicht zu tief wurden, um sie speziell zu guten Opernsängern auszubilden. Antwort B. Ein Sänger, der am Hofe vom Sonnenkönig eine falsche Note sang, wurde wegen Lästerung des Königs einen Monat ins Gefängnis geworfen. Oder C. Das Gehäuse eines Klaviers im 17. Jahrhundert wurde aus Knochen gebaut. Oder D. Wenn Frauen Sängerinnen waren, wurden sie dafür verhöhnt und von ihren Familien verstoßen. Welche dieser Thesen ist wahr? Also ich habe das Gefühl, dass A, das hat man schon oft gehört irgendwie. Kann auch sein, dass es immer so als Spaß gesagt wurde. Das ist so ein, ich weiß es nicht. Also hier mit dem Klavier, also C, das kann ich mir schon gut vorstellen. Dass das falsch ist oder dass nee, das umgesetzt wurde? Dass das wirklich gemacht wurde. Dass es aus Knochen gebaut wurde. Das glaube ich nicht. Was für Knochen, würdest du da nehmen? Heiliger Johannes oder sowas, ja. Ach, ist das überhaupt möglich, Knochen umzuformen, so? Da ist die Frage, ob jetzt hier vielleicht auch nur irgendwie Tasten oder so aus Knochen... Das Gehäuse. Ach, das Gehäuse steht so. Mhm. Der Rest wäre Elfenbein dann davon. Also theoretisch könnte früher alles zutreffen, also könnte alles zutreffen irgendwie, gefühlt. Ja, das ist ja der Gag. Ja. Würde mich eher fragen, was sich am besten ausgedacht werden kann. Mhm, ja, genau. Also ich glaube, C könnte sich gut ausgedacht werden, würde ich jetzt sagen. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das D zutrifft. Nee? Ich meine, zwar wurden wahrscheinlich Frauen ultra unterdrückt, aber wenn sie zu Hause mal ein bisschen, also ich weiß nicht, ob es schon ist, wenn sie zu Hause ein bisschen rumsingen also und ich direkt verstoßen. Achso, zu Hause oder? Nee, die waren ja, oder ob wenn sie so richtig Sängerin waren, steht ja. Also ich habe letztens nämlich was gelesen, dass irgendwie echt die Musik auch vor allem im Mittelalter total von den Männern noch dominiert wurde. Und da wurden ja Frauen sowieso für alles irgendwie verstoßen, was sie irgendwie gemacht haben. Aber hey, also A, dieses Kastrieren, das ist so, kennt man irgendwie so hart, dass diese Story von früher. Das ist auch irgendwie so ein Spaß, den man dann halt so sagt. Wollen wir nicht jetzt mal den 50? Ja, jetzt. Das wäre, glaube ich, ein guter Moment tatsächlich, ja. Dann mach das jetzt mal. Wir klicken einfach ganz schön weiter. Okay. Das ist doch gut. Naja, auch bleibt ja übrig. A und B bleiben übrig. Also, okay, dass man kastriert und mit dem Sonnenkönig. Ja. Mhm. Ich finde, ein Sänger vom Sonnenkönig, eine falsche Note sagen. Ich hätte eher gedacht, dass er dann gleich umgebracht wird. Naja, also ich kann mir schon vorstellen, dass das wirklich mal war. Mhm. Mit so der falschen Note. Und ja. Ich meine. Ich denke eher, dass A nicht stimmt. Oh Gott. Ach, eine wurde nur früh. Ach, Mann, ich habe ja die ganze Zeit total. Warum, was ist? Ich habe die ganze Zeit gedacht, dass drei stimmen und eine nicht. Nee, was von den Folgen? Ja, ja. Es geht darum, was wahr ist. Ne? Das kann ich nicht. Haben die das mit den Jungs früher wirklich gemacht? Das kann ich nicht. Also, ich kann mir B gut. Hieß das nicht Kastraten, diese hohen Sänger? Wisst ihr das? Das wäre auf jeden Fall lustig, wenn die so tatsächlich sind. Weiß ich nicht. Ich glaube, wenn du den Begriff hier reingebracht hast, dann kann es natürlich stimmen. Das sind, glaube ich, Typen, die ultra hoch singen können, aber ich glaube nicht, dass es voraussetzt, dass deren Eier abgeschnitten wurden. Es ist eigentlich rar. Ja, es ist jetzt 50-50. Ich muss. Aber ich. Es kommt mir so bekannt vor, deswegen würde ich das irgendwie. Ja, gut. Obwohl.
Also B kommt mir einfach... Weil man kann es nicht um Stiefel nicht... Wir können auch Schnick-Schnack-Schnuck machen, wenn ihr nicht wisst. Ne? Das ist das Gute, wenn man zu zweit ist. Na, bist du denn bei einem irgendwie mehr geneigt, das zu nehmen? Weil dann nehmen wir das. Och, ich weiß es nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen... Eigentlich kann ich mir auch wiederum nicht vorstellen, dass sie das mit den Jungs früher gemacht haben, weil es doch alles um Männlichkeit früher ging. Okay. Als wenn die Männer dann... Steht ja auch überhaupt nicht wann, ne? Das ist auch nochmal was. Ja, bei allen anderen Sachen steht ein Zeitpunkt. Wahrscheinlich nicht letztes Jahrhundert, sondern wahrscheinlich noch ein bisschen davor. Das ist so ungenau. Also kann es sich auch einfach ausgedacht worden sein. Also bei allen anderen Sachen war ja ein genauer Zeitpunkt und bei dem nicht. Und das ist auch irgendwie, man sagt das echt immer so, ja, der hat irgendwie entweder Helium genommen oder dem wurde irgendwas abgeschnitten und deswegen sinkt er so hoch. Und deswegen ist es vielleicht auch nur so dahergesagt. Wegen Lästerung in den Knast geworfen. Meinst du das, dass der König nicht vielleicht ein bisschen Verständnis hatte, dass er sich gerade mal versucht hat? Der hat auf keinen Fall Verständnis. Also der Sonnenkönig, der war ja total gegen alle. Absolut. Kennst du den? Noch? Ja, der war... Ja, wollen wir den B nehmen? Ja, wir nehmen B. Okay. Ja. Oder willst du unbedingt A nehmen? Nö. Ja, dann nehmen wir B. Okay. Okay. Also B ein. Ja, wir loggen B ein. Seid ihr euch sicher? Ja. Ja. Okay, es ist tatsächlich nicht richtig. Nein. Es sind wirklich die Knaben. Ja, es ist, ich weiß es auch, ich kenne auch nur so, wie ihr gesagt habt, hat man irgendwo mal gehört, so wie, keine Ahnung, Dresdner Knabenchor oder Leipziger, irgendwo so da irgendwie im Osten. Ja. Da gibt es immer mal wieder so Gerüchte und auch... Mit irgendwelchen Übergriffen von den Lehrern. Also ich glaube nicht, dass das heute noch gemacht wird. Also das wäre ein bisschen toll, ne? Das gehört zur Aufnahmeprüfung dazu. Ja. Okay, ach, ja. Ich muss eben gleich nochmal auf Klo, es ist wirklich Kastrat. Und es wurde auch... Ja, heißt es? Ja, es ist wirklich so. Ja. Also eigentlich muss es ein bisschen haargenau. Ich bin so tausch. Dann könnt ihr mal ein bisschen nach Kastraten googeln. Aber nicht auf Bilder gucken. Nach Videos. Stimme hatte. Ach, weil die verhöhnt wurden. Okay, die nächste Frage. Drei haben wir noch. Wie hieß ein Film, in dem die Beatles mitspielten? Tja. Antwort A, All You Need Is Love. Antwort B, A Hard Day's Night. Antwort C, Norwegian Wood. Oder Antwort D, Back in the USSR. Also die ersten zwei sind Songs. Glaube ich, weiß ich. Also der erste auf jeden Fall, der zweite glaube ich auch. Aber ich weiß ja nicht, ob darüber Filme gedreht wurden, ob es auch einen Film gibt, der so heißt. Von denen. Back in the USSR kommt mir bekannt vor. Und ich habe schon mal bei manchen Sachen gesagt, dass die Beatles nicht meine Lieblingsband sind. Deswegen kenne ich mich auch überhaupt nicht aus. Vielleicht ein guter Moment, um zu googeln. Das kann man vielleicht googeln. Aber hier ist die Frage, wie man das dann googelt. Das müsst ihr euch, die Zeit habt ihr, das vorzuüberlegen. Es gibt leider auch so ein, jetzt ist wurde dieser eine Film über die Beatles gemacht, irgendwie hier. Der hieß aber ganz, ja, aber nur wenn man jetzt Beatles-Film eingibt, kommt bestimmt der. Scheiße, stimmt. Aber kommen da nicht immer noch sowas wie ähnliche oder andere Suchten auch nach? Ja, das kann sein. Ja, oder vielleicht doch nicht, ne? Also, das ist das Risiko. Wir geben halt, man könnte, das dauert ja schon, Film, in dem die Beatles mitgespielt haben. Nee, Film Beatles würde ich nur eingeben. Film mit Beatles vielleicht. Ja, Film mit Beatles. Ja, das wäre doch wirklich was. Und wenn da hoffentlich ganz schnell kein Ergebnis kommt, dann googeln wir noch ganz schnell Back in the USSR. Okay, ein bisschen schwer. Also ich sag mal, 10 Sekunden ist nicht viel, ne? Ja, eben. Ihr müsst in der Zeit tippen und gucken. Film mit Beatles. Und nach 10 Sekunden einmal dann ihr müsst dann, einfach ein bisschen da wo ihr seid, da müsst ihr bleiben. Also ihr dürft dann nicht nochmal eine Seite zurück oder so. Okay. Googeln wir damit? Nee, du machst da, ich stoppe hier die Zeit. Oder du gehst im Prinzip schon mal in die Suchleiste, genau. Und dann sag ich 3, 2, 1, auf jetzt, Go. Und dann geht's los. Wir überlegen noch kurz. Ja, alles gut. Auf Englisch oder auf Deutsch? Erstmal kannst du dein Mikrofon nehmen. Wir überlegen noch auf Englisch oder auf Deutsch, ne? Ich glaube, das ist egal. Also wir können es auf Englisch, da würde ich einfach... Film with Beatles. Aber das sind mehr Buchstaben. Ja. Da habe ich auch nicht verstanden. Ah, ich glaube, es ist alles scheißegal, ob Deutsch oder Englisch. Also, jetzt. Warte, also ich guckst du mal, wo die Buchstaben sind. Also ich würde Film mit Beatles eingeben. Ja, okay. Warte, warte. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 1 und go. Hälfte ist um. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. No way, no, nowhere, boy. Ach, das gibt's nicht. Yesterday, Yellow Submarine, hi, hi. Genau, also da müsst ihr jetzt bleiben. Warum gibt's denn das? Da müsst ihr bleiben. Das kann doch nicht sein. Das gibt's nicht. Was wird euch denn vorgeschlagen? Gar nichts. Nichts von dem? Nee. Gar nichts. Nowhere, halt boy, yesterday, Yellow Submarine, hi, hi. Hilfe. Oder. Yeah, yeah, yeah. Versagt. Dann wird wahrscheinlich runter, weiter runter gehen müssen.
Nee, es tut mir leid, da bin ich jetzt streng. Nee, ist so. Also All You Need Is Love ist es nicht und Hard Day's Night glaube ich auch nicht. Bei Songs sind, oder wie? Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, ich habe nämlich diesen Chorus, glaube ich, im Kopf. Ja, aber das heißt ja nicht, das ist kein Fit. Nö, das heißt es nicht, aber deswegen würde ich... Ich einfach nicht. Ich habe das Gefühl, das Back in the USSR kommt mir bekannt vor. Ich vertraue dir jetzt mal. Irgendwas hatten die damit zu tun, glaube ich. Irgendwas war mit Russland. Ja, gut, ne? Dann nehmen wir es. Dann loggen wir D ein. Ja, machen wir. Okay, es ist leider nicht richtig. Es wäre B gewesen. Der harte ist leider jetzt. Ja, guckt mal, wenn ihr gescrollt hättet, ob es da gekommen wäre. Das würde mich interessieren. Ja, warte, du musst hier weitere Filme. Aber das kann eigentlich sein. Ich sehe nicht. Das habt ihr wahrscheinlich extra rausgenommen vorher noch aus dem Internet. Genau. Ja. Wir haben den Wikipedia-Eintrag gelöscht, ja. Kann ja jeder alles eintragen. Okay. Jetzt möchte ich aber wissen, ob es der Song ist, den ich die ganze Zeit im Kopf habe. Der ist bestimmt hier. Die Lieder sind immer gecopyrighted. Ja, genau. Scheiße. Okay. Was spricht dafür, sich den anzugucken? Ja. Ich glaube, die Beatles spielen mit. Ach ja, dann leider nicht, ne? Ach ja, du, ne? Was willst du machen, ne? Okay, wir haben noch zwei Fragen. Ich glaube, es wäre cool, wenn ihr noch ein paar Punkte sammeln würdet. Ich hätte auch bei 50-50, hätte ich dann gesagt. Auch, ja. Okay, jetzt sammeln wir wieder Punkte, ne? Genau, ihr habt noch zwei Chancen zu sammeln. Okay, aber ich glaube, noch ein Telefonjoker. Welche Joker nicht unbedingt einfacher? 50-50 und on. Ihr könnt nur noch Klingeling machen. Ja, jetzt bist du. Welcher folgende Künstler hat dem anderen seine Frau ausgespannt? Ist es A, Eric Clapton und George Harrison? Ist es B, Shawn Mendes und Justin Bieber? Ist es C, Wolfgang Petri oder Peter Maffay, also und Peter Maffay? Oder ist es D, Dieter Bohlen von Thomas Anders? Also ich weiß, glaube ich, dass Shawn Mendes mit der Frau von Justin Bieber, die er jetzt hat, mal zusammen war. Aber ich weiß nicht, heißt ausgespannt ist schon... Oder ist es schon okay, wenn die jetzt miteinander zusammen sind? Das ist natürlich die Frage, was ist die Definition von ausgespannt? Ja, weil ausgespannt heißt irgendwie so, dass sie so... Die sind zusammen und dann kommt er und dann... Also so Bedrohung und sowas? Ja, Eric Clapton war, glaube ich... Ja, gut, ich glaube, Eric Clapton war total oft... Doch, ja, das... Eigentlich bin ich mir ziemlich... Also ich war jetzt hier nur beim Zögern, weil ich das nämlich weiß, dass die beiden... Also hier bei B, dass Justin Bieber mit ihr zusammen ist. Hier, aber... Dieter Bohlen und Thomas Anders haben doch hier zusammen das Duo gehabt, ne? Wie hieß das noch? Modern Talking, genau. Die haben sich getrennt, aber ich weiß nicht, ob die sind wohl deswegen... Thomas Anders. Ja. Ach so, ja. Ob... Ich habe gedacht, als Mann und Frau. Nein. Ja. Ob die sich deswegen getrennt haben, ich kenne da keine... Also ich weiß, dass Eric Clapton, das hat mir, glaube ich, mein Gesangslehrer erzählt, Reik. Shoutout an Reik. Und dass Eric Clapton noch in der ganz frühen Zeit noch total auf Drogen war und mit seiner Frau zusammen war. Und er war auch mit George Harrison sehr gut befreundet und war dann danach, nach diesem Vorfall, glaube ich, aber immer noch. Und ich glaube aber, dass dann die Frau zu George Harrison gegangen ist und die dann miteinander zusammen waren. Also ja, wenn du das so genug... Also Shawn Mendes und Justin Bieber kann ich mir nicht vorstellen. Ja, ich glaube, die sind wirklich unabhängig voneinander. Wolfgang Petri und Peter Maffay habe ich gar keine Ahnung. Ja, weil ich da irgendwie so die Geschichte im Kopf habe mit Eric Clapton, würde ich das nehmen. Ja. Oder wie? Ja. Hört sich gut an, ist richtig. Ja. Oh, Gott sei Dank. Gibt es auch noch ein paar Informationen zu, damit wir sie noch ausschmücken können? Tatsächlich nicht. Sind Wolfgang Petri und Peter Maffay auch total unterschiedlich oder so? Okay, was heißt unterschiedlich? Ja, vom Alter. Also Wolfgang Petri, nee, die kommen ungefähr. Das ist der mit den 1 Milliarde Armbändern hier, kennt ihr das? Nee, ich glaube nicht. Nee. Das ist hier. Das ist gar nicht. Und Peter Maffay, den kennt ihr, glaube ich, noch. Ich ja nicht. Okay. Ich rede in meine Flasche und nicht ins Mikrofon. Solange du nicht auf dem Mikrofon trinkst, ist alles gut. Also. Wie soll das denn gerade mit auf? Peter Maffay kenne ich. Das hat man jetzt gerade auch nicht gehört, weil ich wieder in die Flasche gesprochen habe. Was hast du noch gegoogelt eben? Ich habe ein Foto von Wolfgang Petri. Gesichter nochmal. Und Thomas Anders möchte ich immer sehen. Weißt du, wie es bei Wolfgang Petri hat, doch irgendwie von jedem seiner... Hier. Freundinnen oder Fans hat er irgendwie ein Armband oder irgendwie. Hat er die immer? Nee, hat er nicht immer um, ne? Sind die schon tot? Doch, die sind fest. Soweit, vielleicht ist das auch ein Gag, aber. Weil dann auf anderen Bildern hat er es nicht mehr drum. Okay, dann ist das gleich mit Reißverschluss. Mit seinem Gesicht nur. Ja, ich auch. Ist der tot, Wolfgang Petri? Nee, ich glaube nicht. Nee, der lebt noch, ist 69. Der ist noch nicht in der Hölle. Dann gib mal hier Thomas Anders an, den kenne ich auch nicht. Vom Aussehen her. Den erkennt ihr bestimmt. Nee, den kann, also ich kenne ihn nur vom Namen, aber vom Aussehen kenne ich den immer nicht so. Oh, schon. Nee.
Der ist abgetaucht mit seinem Cash, glaube ich. Der tritt doch noch in Russland auf. Die lächeln so, alle, ne? Immer schön. Wissen den ganzen Fotos. Ja, besser ist das auch. Ja. Also wir haben noch eine finale große... Ach, und wir haben auch noch einen Telefonjoker. Ich möchte den auf jeden Fall benutzen, egal was, ob wir es wissen oder nicht. Genau. Alles gut oder gibt's irgendwelche... Nee, ich meine, aber wie das jetzt besser ist. Aber nee, einfach nur, damit wir ein bisschen hier Spaß reinbringen können. Die letzte Frage. Welcher bekannte Musiker produzierte den Spielfilm Beat Street im Jahr 1984, der unter anderem die Hip-Hop-Kultur in westliche Industrieländer brachte? Eieiei. Ist es Antwort A, Harry Belafonte, B, James Brown, C, DJ Kool Herc oder D, Grandmaster Flash? Ich habe noch keinen von... Brown doch den nicht. Achso, ja, stimmt, James Brown. War James Brown nicht... Harry Belafonte kenne ich auch. War nicht James Brown ein schwarzer Musiker? Ja, und Sänger vor allem. Ja. Ich denke nicht, dass der... Der hat doch nichts mit Hip-Hop am Hut gehabt, oder? Aber den Film habt ihr nicht gesehen, ne? Nee. Ich habe ihn mal gesehen in der Schule sogar. Harry Belafonte ist doch total bekannt. Ich kenne... Ich weiß nicht, ich denke, kenn, das hier mit außer James Brown kenne ich keinen der Namen. Also, ich wüsste reden, nicht mal wen. Habt ihr irgend in eurer Gang irgendjemand, der Hip-Hop... Emily. Nee, ich glaube, Tom kennt sich besser aus. Ja. Also warte, ich muss mal hier... Ich muss nochmal mal so, meine Kontakte durch. Genau, zum Regelwerk. Wenn ihr jemand anruft und er oder sie rangeht, dann dürft ihr nicht danach noch jemand anrufen, wenn er oder sie es nicht weiß. Ja. Christian Kühl rufen werden. Okay, bei D, bis dahin habe ich noch niemanden gefunden. Ach, du guckst ja jetzt gerade deine... Ja, deutsches Generalkonsulat in Rio. Ja. Lass mal anrufen. Ja. Ja. Nö, also... Ja, gibt's hier, es gibt doch bestimmt hier irgendwie eine Hip-Hop-Rufnummer im Internet. Eine Hip-Hop-Hotline? Wird das auch zählen, wenn man die anruft? Eine Hip-Hop-Hotline ist es dann. Ja, wird das zählen, wenn man die anruft? Wenn du das findest, ich bin nicht ausgeschlossen, eigentlich... Wäre nein, also. Das wäre doch total schlau, wenn wir jetzt irgendwie so einen. Na, was? Also na, Hip-Hop-Experten irgendwie so. Es gibt doch bestimmt so eine Nummer im Internet. Warum so? Es ist Samstag, die am Wochenende. Ja, das ist ja wahrscheinlich ein ganz schön bekannter Film, ne? Also, ich habe ihn gesehen und das spricht eigentlich dafür, dass er bekannt ist, weil ich schlecht darin bin, bekannte Filme zu sehen. Okay. Warte, ich muss nur ganz kurz ein bisschen weitergehen. Ja, ruf mal Tom an. Alter. Ruf doch einmal an. Ja, ruf mal Tom an. Guck, was passiert. Halt an das Mikrofon. Achso, ja. Freiburg. Keiner Empfang. Ach doch, oder mal. Sehr schön. Ja, sehr schön. Wir sind hier gerade in der Frieda bei, also du bist gerade übrigens hier zu hören, weil Telefonjoker haben wir jetzt gerade. Du bist nämlich in der Quizshow gerade, die wir hier mit Anime Secret machen. Und wir haben hier eine Frage, bei der wir überhaupt nicht wissen, was abgeht. Und zwar geht es um den Film Beat Street aus dem Jahr 1984. Kennst du den Film? Nee, also du, ich glaube, ich habe ihn schon mal geguckt, weiß nicht, wieso? Erzähl. Also die Frage ist, welcher bekannter Musiker produzierte den Spielfilm Beat Street aus dem Jahr 1984, der unter anderem die Hip-Hop-Kultur in westliche Industrieländer brachte? Und die Antworten sind Harry Belafonte, James Brown, DJ Kool Herc oder Grandmaster Flash? Oh Gott. Wir können auch mal FaceTime, dann kannst du nochmal die Frage sehen, oder was? Nee, ist schon okay so, aber was steht auf dem Spiel? 15, 14 Punkte, die letzte Frage, die große. 50.000 Euro steht auf dem Spiel. Weiß ich nicht, also vielleicht, also ich glaube nicht, dass sie Harry Belafonte ist so, irgendwas war, aber ich weiß nicht genau. Sagt dir denn überhaupt irgendein, also sagt dir DJ Kool Herc irgendwas? Ja, ja, und Grandmaster Flash auch. Denkst du denn das? Ich glaube nicht, dass die an Filmen was gemacht haben. Das bei Harry Belafonte, der hat, glaube ich, ein bisschen mehr Sachen außerhalb von Musik gemacht. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde tatsächlich eher zu ihm tendieren. Du, also ich hab auch gedacht, dass der was mit Filmen gemacht hat. Mehr, schon gut. Mehr als ich kenne seinen Namen nicht mal. Herrn James Brown bist du auch sicher, dass der nichts gemacht hat, ne? Der hat ja nur was, ja, der war viel früher. Nee, James Brown hat auf jeden Fall ein paar Rollen gespielt, das weiß ich. Ich glaube nicht, dass der irgendwas produziert hat. Vor allem nicht für Hip-Hop. War der im Hip-Hop-Game drinne, James Brown? Nein, oder? Nee, eigentlich nicht. Nee. Also ich kann mir auch vorstellen, dass James Brown Hip-Hop auch unterscheidet. Ja. Ja, dann nehmen wir, sollen wir einfach A, hier Harry Belafonte nehmen. Ja, ich meine, wir kennen keine anderen von denen. Dann wirst du jetzt hier gleich uns jubeln. Ne? Oder auch nicht. Dann nehmen wir A, Harry Belafonte. Ja. Das ist tatsächlich richtig. Oha! Sehr schön, sehr schön. Sehr gut. Ne? Sehr schön. Kriegst einen Anteil. Du kriegst 0,1%. Geil, Digga.
jeder kann 1% schon, das ist schon okay. Du kriegst jetzt ein Bitcoin. Nicht schlecht. Sehr schön, gut, dann ne, tschüss. Tschüss. Nice, ja, sehr schön. Er hat auf jeden Fall Ahnung. Ja, also, geil. Perfekt. Oh, so Respekt. Gott. Ja, das war richtig. Super. Dann werden wir jetzt noch einmal kurz ausrechnen, wie viele Punkte ihr habt. Okay, die letzten beiden Fragen haben wir richtig gemacht. Das ist schon mal sehr gut. 105. 76 von 105. Ich hatte 84. Wow. Und Lilium hatte doch auch. Das kann doch nicht sein. Hatte sie nicht auch? Hatte Lilium. Ach so, na, immerhin, ne, immerhin. Aber dann habt ihr einen soliden zweiten Platz. Warte, kann man gucken, was wusste Ludwig, was wusste er nicht? Wisst ihr jetzt er hatte andere Fragen, aber wir können... Ah, er hat bestimmt ganz leicht. Ich kann die euch gerne mal zeigen. Es gibt noch andere Fragen. Das ist ja cool. Ja. Oh, eine tolle Runde. Ja, tatsächlich, sind andere Fragen gewesen. Gut, aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal finito la musica. Ich freue mich, dass ihr hier gewesen seid, dass ihr euch Zeit genommen habt und euch innerlich in eurer Band nicht zerschlagen habt, wer herkommen darf. Und damit sind wir fertig für heute. Danke an euch. Danke fürs Zuschauen. Danke an euch. Und bleibt dran beim Fisch, wo auch immer wir gerade laufen. Wir laufen ja gerade irgendwie, wir produzieren ja hier Fett vor und irgendwie geht es jetzt weiter, weiß ich nicht, mit irgendeinem Film oder... Schaltet mal um zu Ludwig und Konrad in Livestream. Das ist immer gut. Obwohl er gewonnen hat gegen uns. Ja, das kann ich gar nicht glauben. Tschüssi. Tschüss.